Wir sehen bei der Kompoundierung von Polymeren oder Kunststoffen ganz klar den Trend zu höher gefüllten, höherwertigen Compounds, zum Beispiel durch hochgefüllte Materialien für besonders anspruchsvolle Anwendungen oder auch temperatursensitive Anwendungen von zum Beispiel Biopolymeren, die dann auch an die Verfahren neue Anforderungen stellen. Der Trend zur Vermeidung von Plastik oder von Kunststoffen in vielen Anwendungen des täglichen Lebens betrifft uns als Bus eigentlich eher weniger, da wir mit unserer Technologie überhaupt nicht im klassischen Wegwerf- oder Single-Use-Bereich tätig sind. Unsere Maschinen, unsere Kompoundiertechnologie wird verwendet, um hochwertige Kunststoffprodukte zu produzieren, die zum Beispiel im Kabelbereich angewendet werden, für Häuser, für Flugzeuge, für Automobile. Und dort wird Kunststoff und werden Compounds sicherlich nicht so schnell verbannt werden, beziehungsweise eher noch mehr auch klassische Materialien wie Metalle ersetzen in Zukunft. Biopolymere dominieren die Diskussion eigentlich jetzt schon seit über 10 Jahren. Ich war selber auch viele Jahre in der Herstellung und der Entwicklung von Biopolymeren tätig. Leider sind die Anwendungsbeispiele für Biopolymere nach wie vor eher sehr bescheiden, aufgrund der noch höheren Preislage bei den Biopolymeren, aber auch aufgrund einiger Eigenschaften, die noch nicht dem Standard herkömmlicher Kunststoffe entsprechen. Hier birgt sich ein größeres Potenzial auch für uns als Bus, diese Biokunststoffe durch Kompoundieren, durch Additivierung mit anderen Stoffen höherwertig zu machen. Biokunststoffe grundsätzlich sind temperaturempfindlicher auch aus ihrer Natur heraus als herkömmliche Polymere. Insofern eigentlich ein klassisches Beispiel, wo der Buskneter einen Mehrwert bringen kann.